Hallo zusammen. Heute basteln wir zusammen etwas. Basteln. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir etwas Frühlingshaftes machen. Etwas, das wir dekorativ bei uns daheim aufhängen können. Sei es an der Tür oder bei euch im Zimmer. Und zwar ist das hier so ein Türherz, ein Frühlingsherz. Genau. Ihr seht, wir haben es dekoriert mit etwas frühlingshaften Sachen. Das ist eine Tulpe, Schmetterling, Herzli, die immer gut tun im Gemüt. Es hat noch eben farbige Bänder und Federli. Dazu habe ich in Sack oder in eure Tüte verschiedene Dekomaterialien reingelegt. Ich habe Efeu drin. Ich habe ein Bänder und zwei Herzchen drin. Eine Tulpe, die ist entweder im Orangeton oder im Gelbton. Drei Margritli, Herzchen, Papier für einen Schmetterling und noch entsprechend Federli. Was ihr aus Hausaufgaben, wenn man sie so nennen darf, habt mitbekommen, ist, dass ihr im Wald ein bisschen Moos sammeln könnt. Allenfalls, wenn ihr noch andere Sachen habt gefunden habt, eben wie kleine Zäpfchen oder allenfalls, ich weiss nicht, Eicheln eignen sich sehr gut. Was auch immer schön ist, sind auch etwas grössere Tannenzäpfchen, je nachdem, was euch so gefällt. Gebt euch noch einen Hinweis mit, wenn ihr das Moos gesammelt habt, habt sicher daran gedacht, dass ihr nicht zu fest hamstert am gleichen Ort, sondern immer an einem anderen Ort ein Stückchen abreissen, so dass das Moos eigentlich für sich auch wieder weiter wachsen kann. Und dass es dann für das Nächste auch noch reicht. Genau. Also, als allererstes bereiten wir Dekomaterialien vorbereiten, die wir dann als Herzchen tun wollen. Dazu nehmen wir gerade als erstes die zwei Holzherzchen und das Schnürchen, das ich noch reingelegt habe. Hier tun wir einen Tupfer Leim. Ich habe jetzt Heissleim dabei, damit es ein bisschen schneller geht. Ihr werdet den solchen Flüssigleim bei euch haben oder zumindest ähnlichen. Und dann tue ich einen Tupf von diesem Leim drauf. Beiden Orten und tue das Bändchen, das ich nachher hineingelegt habe, schön dran drücken. Ist ein bisschen klebrig, die ganze Sache, aber ihr habt ja eine Zeitung aus Unterlagen, dann wird euer Tisch nicht dreckig und wegen den Fingern die kann man ja dann am Schluss noch entsprechend waschen. Genau, wir haben die also draufgelegt, tun sie jetzt auf die Seite, damit es gäbig trocknen kann, dass es dann, auch, wenn man es brauchen will, auch gut hält. Als nächstes nehmen wir das Papier. Da wollen wir jetzt einen Schmetterling daraus falten. Dazu schauen wir, dass wir zuerst mal beide Ecken verbinden. Wir gehen also Ecke zu Ecke, drücken den Finger drauf, abziehen zum anderen Ecke über und hier zum anderen. Tue das vielleicht mit dem Nagel noch einmal nachfahren. Wir tue es wieder auf und machen das Gleiche auf der anderen Seite. Wir gehen wieder zum Ecke führen. Drücken dran, ab zum einen Ecke, dann zum anderen Ecke und mit dem Nagel noch einmal nachfahren. Jetzt tun wir es wieder auf, tun dann noch meine Leimreste auf die Seite, wenn wir da ein bisschen im Weg sind. Tun wir auf, jetzt haben wir eigentlich da wie ein Kreuz. Wir müssen aber noch weiter falten. Wir gehen zu beiden Ecken vorne. Tun auch wieder schauen, dass wir das gut bereichen. Tun die Mitte abdrücken, gehen zum einen und dann zur anderen Seite. Tun es wieder aufmachen und machen es genau gleich auf der anderen Seite. So. Genau. Jetzt, wenn wir das aufmachen, haben wir fast wie einen Stern. Genau. Jetzt, was wir machen müssen, das ist eine kniffligere Sache, aber das schafft ihr gut. Und zwar kehren wir das Blatt kehren und falten es so, dass wir die zwei Ecken wie zueinander schieben und auf der anderen Seite das genau gleiche.
Wir nehmen die zwei Ecken. Hoppla, ist eben manchmal ein bisschen knifflig, aber es kommt gut und schieben es zueinander. Schieben. Wir haben also ein Dreieck, das auf beiden Seiten wie Flügel hat. Jetzt nehmen wir es und nochmal falten in der Mitte, schön, wo der Falz eigentlich ist, und nehmen es zu. Wir haben also wie ein Flugzeug, das vier Flügel hat. So. Jetzt nehmen wir eine Schere und die Ecken, die wirklich in spitz gehen, die vier, wir abrunden. So. Wir machen es wieder auf. Also wir haben wieder hier zwei Flügel und hier zwei Flügel. Der eine Flügel und falten gegen die Mitte zu. So. Machen das genau gleiche auf der anderen Seite. Und haben praktisch wie ein Herz bekommen. Wir haben hier eine Spitze. Den drehen wir abdrehen. Gehen bis ganz vorne. Bis dort, wo es fast nicht mehr geht. Und drücken den Spitz gegen runter. So, dass er näher da unten vorne schaut. So. Und wenn wir es drehen und noch eine Schurte ein Falten vorne, für das es hebt, haben wir schon ein Schmetterling. Jetzt ist er mir fast davon geflogen. So. Und jetzt nehmen wir das Herz, das wir parat haben, zu uns. Wir nehmen den Draht, den Blumendraht und das Moos, das wir gesammelt haben. Jetzt ist es eine knifflige Angelegenheit. Je nachdem, wenn ihr zu zweit daheim seid, könnt ihr einander helfen. Ich habe hier noch ein bisschen Rinde dabei, das ist nicht weiter tragisch, das geht manchmal noch ganz gut, aber so das Gröbste nehme ich jetzt gerade weg, für das ich es ein bisschen gut drehen kann. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr vielleicht ein bisschen helfen bei dieser kniffligeren Sache, aber sonst grundsätzlich ist es relativ schnell gemacht. Wir nehmen das Herzchen. Also am Spitz, je nachdem habt ihr etwas mehr Spitz oder weniger. Und wenn ihr mehr wettet, müsst ihr hier noch etwas abdrücken. Und dann habt ihr automatisch gerade etwas mehr. Und dann legen wir das Moos hier drum herum. Ihr seht, es braucht nicht verrückt viel. Ich habe jetzt hier sogar etwas zu viel genommen. So, und dann habt ihr hier schon eine rechte Fläche. Näht den Draht und fängt an mit Wickeln. Am Anfang hurti ein kleines Satt für den Start. Und dann könnt ihr hier schön gleichmässig drumherum. Also es braucht nicht eine satte Angelegenheit, es reicht eigentlich zu wickeln. So, da noch schnell hurti ein bisschen. Da hinkommen, so. Voilà. Ihr seht, wichtig ist nur, dass man dran an ist, aber es muss nicht ganz nahe. Also es ist nicht wie ein Nähen, wo man wirklich jeden Zentimeter drum umwickeln muss. Wichtig ist nur, dass man es gut wickelt drumherum, dass es nichts davon geht. Genau, wir fahren da weiter, bis wir eigentlich das ganze Herz eingefasst haben. Wenn ihr Lücken habt, macht es gar nichts. Weil die tun wir ja dann nachher auch noch mit dem Efeu, den wir haben, wickeln. Oder auffüllen. Und wenn ihr fertig seid mit dem Draht oder den nächsten müsst nehmen, tut wieder ein bisschen satter drumherum oder näher drumherum wickeln.
wir haben das Herzchen jetzt können machen. Wir haben es schön eingefasst. Also vom Draht sieht man fast nichts mehr. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir etwas Farbiges noch drum herum tun. Oder einmal das, was ihr gesucht habt, was ihr gefunden habt, so wie ihr es gerne hättet. Ich mache euch jetzt einfach einen Vorschlag, aber selbstverständlich dürft ihr das so handhaben, wie ihr es gerne habt. Mir gefällt aber eigentlich die Tulpe ganz gut. Das ist eine schöne Frühlingsblume, die sieht man auch überall in den Gärten. Die ihr habt, ist relativ lang. Ich kürze sie noch ein bisschen, damit man es ein bisschen besser reinstecken kann. Das ist jetzt das Gäbige dran. Ihr habt eben den Draht gespannt. Und dann könnt ihr entsprechend in den Draht rein die Tulpe stecken. So. Und dann hebt sie nach nämlich auch. Wenn ihr das Gefühl habt, ah nein, sie wackelt oder sie tut nach das Moos entsprechend schieben, dann könntet ihr sie auch noch ein mit Leim fixieren. Aber grundsätzlich hat sie nicht so. Was ich auch noch habe, sind eben die Margritli. Ich weiss nicht, wo dass sie nicht gefallen. Die müssen wir aber mit Leim anmachen. Da haben wir hinten dran so wie ein Löchli. Das kann man ganz gäbig mit Leim füllen. Wie gesagt, ich habe jetzt Heissleim und ihr habt entsprechend den Flüssigleim. Dann könnt ihr die so her tun, wie es euch gerade gefällt oder dort, was euch gerade gefällt. Ich mache es jetzt da bei dem da hier etwas weiter runter. Beim anderen ist es ja auf der Seite. Das ist ganz individuell. Wenn es euch gar nicht gefällt, müsst ihr sogar gar keine Sättige Draht tun. Einfach es soll so rauskommen, dass es für euch stimmt. Genau. Ich habe hier noch die Zäpfchen. Genau. Die kann man da auch, je nachdem, sie haben ja da jetzt so Äschchen dran, kann man sie gäbig da drunter stossen. So. Und dann haben sie eigentlich auch ganz gut. Wenn ihr das Gefühl auch hier habt, es habt doch nicht, dann könnt ihr sie auch mit Leim anleimen, aus Sicherheit. Genau. Wir haben als weiteres noch den Schmetterling. Den tue ich jetzt aus Schluss her, weil ich ihn eigentlich hier in der Mitte bei dem tue aus dem Grund unsere Herzchen, die wir angeleimt haben. Mir gefällt es, wenn sie nicht gerade nebeneinander sind und darum tue ich da hier so binden, dass sie eine ungleichmässige Länge haben. Voilà! Jetzt seht ihr, eins ist lang und eins ist kurz. Genau. Und als nächstes nehme ich noch das Bändchen. Bei dem hier habe ich es so gemacht, dass ich ein Mäschchen gemacht habe. Dazu tue ich von dem Bändchen, das ihr habt, einen Teil abschneiden, mache es so, dass ich nicht gerade abhole, sondern so etwas diagonal. So tut es auch nicht schnell auffädeln und es sieht noch dekorativ aus. Das tue ich auch hier drum umwickeln. So. Mache ein Knüppel, tue dran ziehen. So, und ein Mäschchen drehen. So. Manchmal muss man es ein bisschen büscheln, bis es dann wirklich so ist, wie es einem gefällt. Genau. Das Gute daran ist, wir haben auf der Rückseite haben wir ein Bändchen, das wir es dann auch durchziehen können, um dann das Aufhängerli zu machen. Also, wir haben ja noch die Federli. Und die Federli dienen eigentlich auch die grünen Draht oder den grünen Draht ein bisschen abzudecken. Das könnt ihr entweder in dem, dass ihr sie einfädelt oder eben zwischendurch auch sogar anleimen. Die kleben dann ganz gut.
Was mir auch gefällt, ist, wenn man sie da bei der Taube herklebt oder einsteckt. Genau, nehmen wir das hier auch so dran her. Dann sieht man auch den Stängel nicht unbedingt fest, aber gleich ist es dekorativ, genau. Ihr habt ganz viele verschiedene Federli zur Verfügung. Die könnt ihr so dran tun, wie es euch gefällt. Ihr könnt verschiedene miteinander, übereinander kleben. Das geht auch so gut auch mit dem Normalen. Es muss nicht unbedingt ein Heißleim sein. Wenn ihr einen hättet daheim und dann können Eltern die Erlaubnis geben, den zu brauchen, weil es ist natürlich immer mit Wärme verbunden und man kann sich die Finger verbrennen, dann dürft ihr das selbstverständlich, aber es ist überhaupt kein Muss. Sie kleben also ganz gut auch so. Dort, wo man den Draht ganz gut sieht, ist es sicher schön, wenn man gerade ein paar Draht tut. So. Voilà. Und was ich jetzt auch noch machen kann, ist unseren Schmetterling anleimen. Da braucht es ein bisschen mehr Leim, weil die Fläche nicht gerade gleich ist. Dort gebe ich Leim dran und dann den Schmetterling hurtig leider andrücken. Voilà. So. Dann können wir da das Mäschchen noch aufnehmen, dass man es ein bisschen besser sieht. Und dann können wir das Herzchen heute drehen. Und da sehen wir das Bändchen, das wir vorhin hinten durchgezogen haben. Da gehen wir oben runter am besten, weil die Öffnung fast besser ist. So. Was ich auch mache, ist heute mit der Schere nachhelfen. Dann komme ich fast besser durch. Voilà. Und dann kann ich nämlich hier nur noch ziehen. Mache hier ein Knüppel oder ein Schläufchen, für das es hebt. So, ein bisschen ziehen. Und tue den Knüppel hier hinten dran verstecken. Und so habt ihr dann euer Herz parat, wie es euch oder wie ihr das zusammengestellt habt. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie euer Herzwert denn aussieht, bestimmt viel schöner, als jetzt meins gekommen ist. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, die zu fotografieren und ein Mendel zu schicken. Es wäre auch schön, wenn wir die verschiedensten Fotos entsprechend hätten, sodass wir sie dann auch drauf tun könnten. Auf die Homepage oder was auch immer. Genau. Also viel Spass, habt's gut und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss zusammen.